Bei diesem Körper hat die Natur tief in ihre Trickkiste gegriffen. Achtwändige Beine, hochwirksame Klauen, feinste Seide und heftige Gefühle. Die Spinne und der Mensch zwischen Phobie und Faszination. Und ich kenne jemanden, der noch fasziniert ist von Spinnen, und das ist Till. Mutig, mutig. Das ist gar nicht mutig, das habe ich mir immer schon gewünscht, eine Vogelspinne auf der Hand zu halten. Clara heißt hier unsere Studio-Vogelspinne und sie fasst sich wirklich wunderbar pelzig an. Ist ganz leicht ein tolles, faszinierendes Tier. Wobei ich weiß, bei einigen von Ihnen, da sträubt sich wahrscheinlich jetzt so das Fell im Nacken und es entstehen kleine Stresspickel auf der Haut, weil viele Menschen mögen das gar nicht. Brigitte, glaube ich, auch nicht. Was passiert? Ich wollte gerade sagen, nicht nur bei Ihnen. Also danke, danke. Okay, wir probieren es am Ende der Sendung vielleicht mal. Ich bin auch ein bisschen zurückhaltend, aber das ist ja auch bei vielen ähnlich, wie du schon sagtest, denn kaum ein Tier polarisiert mehr als Spinnen. Warum haben Menschen eigentlich Angst vor Spinnen? Und noch viel wichtiger, welche sind gefährlich und welche sind es nicht? Ja, Geschichten und Gefühle rund um die Achtbeiner, die gibt's heute bei Planet Wissen. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, ganz wohl ist mir bei diesem Anblick nicht und offenbar ganz klar eine Frauensache. Denn 9 von 10 Menschen mit Spinnenangst sind angeblich Frauen. Und für die wird selbst der simple Gang in den Keller zum absoluten Horrortrip. Sie lauern in jeder Ritze. Ihre Spuren sind überall. Spinnen, ein Albtraum für Daniela Germes. Ihr eigener Keller, ein Ort des Schreckens. Hier unten war sie einmal und nie wieder. Die Kellertreppe schafft sie nur bis zur vorletzten Stufe. Ich weiß selber auch, dass mich die Spinnen irgendwie nicht auffressen oder angreifen, aber allein schon das Gefühl, dass die an mich drankommen könnten, auf mich krabbeln oder in die Klamotten fallen, so jagt mir echt Angst und Schrecken ein. Die Physiotherapeutin aus Aachen ekelt sich seit ihrer Kindheit vor Spinnen. Aus dem Ekel ist inzwischen eine regelrechte Phobie geworden. Die Begegnung mit einer Spinne verursacht Panik mit nassen Händen und Herzrasen. Es gibt einige, die sagen, ja, spinnst du denn jetzt total? Was soll das? Die tun ja doch nichts. Wofür brauchst du dieses Gitter an den Fenstern? Aber für mich ist es halt echt eine Beruhigung. Für die 26-Jährige lauert die Gefahr in fast jeder Alltagssituation. Ob es jetzt beispielsweise mit dem Müll rausbringen oder in den Garten gehen, vielleicht dann mal irgendwelche Gartenarbeit oder Richtung Sträucher gehen, das ist halt schon echt ein großes Problem. Alle Versuche, sich dieser Angst zu stellen, sind bislang gescheitert. Ja, also das habe ich jetzt nicht so gerne. Also, wenn ich Ihnen die jetzt hier zeigen würde? Nee, also das Buch sollte auch jetzt besser nicht näher kommen. Also, nein. Gut. Wenn wir jetzt hier drauf gucken würden, können Sie sich die angucken? Nee, das will ich mir echt nicht angucken. Dazu machen? Ja, ich finde es auch irgendwie einerseits lächerlich, aber ich fühle mich da halt auch wirklich gefangen in dieser Angst. Und also ich hätte halt schon gern, dass ich dann so ein bisschen vielleicht lockerer im Alltag damit umgehen kann und dann nicht halt echt so panisch reagiere im Falle einer Begegnung. Das ist Carla, eine 8-jährige Vogelspinne. Ausgerechnet sie soll Daniela helfen, ihre Spinnenangst zu besiegen. Carla ist zu Hause im Institut für Psychologie an der Universität Jena. Hier wollen die Wissenschaftler herausfinden, was im Hirn von Menschen passiert, die in Panik ausbrechen beim Anblick einer Spinne. Dabei konzentrieren sie sich auf Frauen, denn die machen 90% aller Spinnenphobiker aus. Vorsicht, bei allem, was krabbelt, es könnte giftig sein. Instinktiv haben sich so schon unsere Urmütter verhalten. Frühere Menschen zu Urzeiten haben ganz anders gelebt wie wir. In Höhlen, wo es ganz bestimmt mehr Ungeziefer, vor allem auch mehr Spinnen gab. Und man kann sich vorstellen, dass diejenigen besonders profitiert haben, die im Gehirn einen Mechanismus entwickelt haben, die in besonderer Weise Flucht und rasches Erkennen von Bedrohung ermöglicht hat. Und da die Frauen vorwiegend in diesen Umgebungen waren, während die Männer weit weg auf Jagdszene waren, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass gerade Frauen diesen Mechanismus verstärkt ausbilden.
Was damals in der Höhle lebensrettend war, ist heute eine Macke, die therapiert werden kann. Die Psychologen in Jena konfrontieren die Patientinnen mit Clara, die immer näher rückt. Am Ende der Therapie soll aus der ekligen Spinne ein kuscheliges Haustier zum Anfassen werden. Ganz leicht und ein bisschen weich, plüschig, kuschelig. Berührungsängste soll es nach der Therapie nicht mehr geben. Frei herumlaufende Spinnen können eingefangen werden und vielleicht ins Freie gebracht werden. Davon ist Daniela Germes noch weit entfernt. Wir haben eine Verwandte von Carla mitgebracht und zeigen sie Daniela in einem Glas. Richtig, Hilfe. Ist das dann richtig, jetzt kann ich gerade nicht mehr weitersprechen. Daniela Germes will endlich etwas gegen ihre Angst unternehmen und vielleicht auch die Therapie beginnen. Ich würde gern an der Studie wirklich teilnehmen, aber ich kann mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich nach ein paar Stunden mir da irgendwie so eine Spinne auf den Arm setzen kann oder irgendwas. Also kann ich jetzt absolut nicht nachvollziehen, dass das klappen soll. Immerhin, ein erster Schritt ist getan. Daniela Germes hat sich in Jena angemeldet und probiert jetzt schon mal, dem Keller ein Stück näher zu kommen. Aufklärung ist oft die beste Therapie. Sie baut Vorurteile ab. Ein wichtiger Schritt in Richtung Verhältnis zu Spinnen zu entwickeln. Wollen wir heute irgendwie schaffen in unserer Sendung. Wir versuchen es, genau. Muss schrecklich sein, wenn man so Angst vor Spinnen hat, glaube ich, und sich nicht mehr in den Keller traut. Man kann damit leben. Ja. Es gibt Schlimmeres, aber es ist schon, nicht. Man muss sich schon anfreunden mit den Tieren. Dabei hilft uns heute ein richtiger Spider-Man, den wir eingeladen haben, nämlich Dr. Stefan Lokscher vom Aquazoo in Düsseldorf. Herzlich willkommen. Und ich würde vorschlagen, wir klären erstmal die Frauenfrage. In Ordnung. Ist es so, dass tatsächlich Frauen eher Angst haben als Männer vor Spinnen und da gern auch in Panik geraten? Nein, das stimmt überhaupt nicht. Also nach meiner Erfahrung ist es so, dass Männer genauso viel Angst haben wie Frauen. Männer sind nur nicht so mutig wie Frauen sogar, weil die geben es nicht zu. Männer sagen, naja, ich muss mit der Spinne nichts zu tun haben, interessiert mich nicht, ach, ich habe keine Angst und gehen genauso weg. Frauen sagen, ich habe Angst, ich möchte was dagegen tun. Und deswegen kommen die Frauen in diese Liste rein. Die haben Angst, Männer nicht, weil die das nicht zugeben. Aber das muss ja auch furchtbar sein dann für die Männer, die sich ihr Leben lang nicht trauen, das zuzugeben. Also mit so einer Angst durchs Leben zu gehen, ist, glaube ich, auch nicht so einfach, oder? Das ist nicht so einfach und eben das Lebensqualität von diesen Menschen wird beeinträchtigt. Einer, der dann in den Keller reingeht und erst einmal guckt, ja, wo ist die Spinne und da muss ich mal hin und her gucken, ist wesentlich schlimmer dran als einer, der dann überhaupt damit sich nicht etwas tut oder kümmert sich nicht. Ganz klare Sache, logisch, weil es gibt ja auch eine Menge Spinnen. Ich meine, die leben ja auch mit uns zusammen, wie wir auch noch intensiver im Laufe unserer Sendung sehen werden. Was glauben Sie, warum haben wir denn Angst vor Spinnen? Also meine Erfahrung ist, was ich von sehr vielen Menschen schon gehört habe, es ist so, dass die Spinnen einfach nicht in unsere Ordnung sind, reinpassen. Spinnen haben 8 Beine, diese 8 Beine bewegen sich ziemlich schnell. Diese 8 Beine sind so schnell, das sind so ungefähr 3 in der Luft mindestens, wenn die sich laufen, schnell laufen, auch eine langsam laufende Spinne, kann man nicht sehen bei dieser Spinne, wie die Beine bewegt werden. Und deswegen ist diese Spinne ein Chaos für uns. Aha. Und wir haben einen ausgeprägten Ordnungssinn, das ist angeboren. Und in dieser Ordnung passt die Spinne nicht. Jetzt kommt es noch, dass wir Erwachsene meistens diese Spinnenangst dann weitergeben, also zumindest die dann Angst haben. Kinder, Kleinkinder haben noch keine Probleme mit Spinnen. Ich arbeite sehr viel mit Spinnen, mit Kindern zusammen, Spinnenkinder, und es ist nie ein Problem. Kinder sind noch offen. Und irgendwann lernen die von Erwachsenen, von unserem Verhalten oder was wir dann sagen, dass die Spinne geht, man muss Angst haben. Und weil die Spinnen sowieso ein Chaos für uns sind, sind die schon eigentlich dafür sozusagen prädestiniert.
Das kann ich bestätigen. Ich glaube nämlich, meine Mutter hat ihre Angst ganz schön auf mich übertragen vor Spinnen. Wie war es bei dir, Till? Bei mir war es ganz anders. Ich durfte sogar im Besenschrank zu Hause Spinnen züchten. Spinne Agathe habe ich da immer gefüttert und in ihr Netz zurückgesetzt. Sie füttern auch Spinnen zu Hause. Sie züchten nämlich auch Spinnen. Und Sie haben uns eine mitgebracht, eine Tarantel. Und an der können Sie uns mal zeigen, dass manche Ängste vor Spinnen unbegründet sind. Viele Menschen glauben, dass Spinnen einen anspringen. Sie wollen uns jetzt mal zeigen, warum diese Angst unbegründet ist. Es ist tatsächlich so, aber das kommt immer von den verschiedenen Filmen. Und ich erzähle immer, dass ein Mensch so anspringen eigentlich nur die am Computer gezüchtete Hollywood spinnen können. Alle anderen können das nicht. Die echte Tarantel ich hier. Ich bin beruhigt. Es sind Spinnen, die zwar springen können, aber die springen vom Bein auf Bein und nicht so aufgerichtet. Das können die nicht. Ich habe hier eine Tarantel. Taranteln sind auch nicht so gefährliche Tiere. Es gibt eine einzige Tarantelart, der in Brasilien lebt, die für Menschen gefährlich ist, alle anderen nicht. Das heißt, wenn man wie von der Tarantel gestochen irgendwo auffällt, ist das gar nicht so schlimm? Also die stechen erst einmal nicht, sondern die beißen. Und zweitens, ich würde sagen, das sollte auch nicht so heißen, sondern benimmt sich wie ein Tarantel, so rennt rum und so weiter. Die sind auch ziemlich schnelle Tiere. Und wenn ich die hier ein bisschen so reintue, es kann sein, dass sie es macht. Ja, jetzt will die das nicht. Gar nicht, die bleibt bei Ihnen. Also man sieht, sehr springfreudig sind Sie nicht. Die Angst, dass die in einen anspringt, ist eher unbegründet. Sie haben uns noch was mitgebracht. Das ist eine sogenannte Spinnenhaut. Wird auch in der Therapie eingesetzt. Gleich klären wir mal, was man damit macht. Aber erst mal die Frage, warum häuten sich Spinnen überhaupt? Die Haut auf dieser Spinne ist eigentlich wie ein Panzer. Also bei den alten Ritter, wo der Panzer drauf war, der wuchs auch nicht mit. Bei den Spinnen wächst diese Haut auch nicht mit. Die Spinne hat, also dieser ganze Halt von der Spinne liegt an dieser Haut. Die haben keine innere Knochen, wie das bei uns ist, sondern die haben eine äußere Gerüste und das ist eben diese Spinnenhaut. Und die wächst nicht mit, also die Spinne muss hin und wieder aus diesen alten Haut rauskommen und darunter ist schon eine neue Haut gewachsen, die ist noch weich und dehnbar und dann dehnt sich die Spinne nach der Häutung ein bisschen aus und dann wird ein bisschen größer und dann trocknet diese Haut und bis nächste Häutung bleibt es so. Lässt sie dann zurück, die alte Haut. Was macht man in der Spinnenangsttherapie mit so einer Spinnenhaut? Bevor man die richtige Spinne auf die Hand nimmt, kann man schon eine solche Haut, was eigentlich schon eine Spinne ist, aber doch nicht die lebendige Spinne, kann man schon anfassen, kann man berühren, erst einmal Hand drauflegen oder rüberlegen und kann man das Gefühl ein bisschen damit simulieren, wie das mit einer echten Spinne wird. Brigitte, möchtest du mal? Vielen Dank. Echt? Klasse. Also in dir ist echt ein Wissenschaftler verloren gegangen, dass du dich das traust. Bleib mir fern. Danke, ich gucke es mir an. Die ist schon tot. Ja, aber das muss nicht sein, glaube ich. Wir machen eine spannende Sendung darüber, aber anfassen geht nicht. So. Ich wage jetzt auch den Sprung zur Vogelspinne, aber nur im Film. Und ich muss zugeben, wenn man die Tiere genau unter die Lupe nimmt, dann entdeckt man wirklich erstaunliche Eigenschaften an ihnen. Tarantula ist die einzige Spinne, nach der ein Sternenhaufen benannt ist. Tarantel heißt sie jedoch nur im englisch-amerikanischen Sprachraum. Wir nennen sie Vogelspinnen, in Afrika werden sie Pavianspinne, in Asien Erdtiger gerufen. Tatsache ist, sie gehören zu den ältesten Spinnen. Mit ihren Giftklauen, den Chelikeren, könnten sie manchen Schlangen Konkurrenz machen. Vogelspinnen gibt es sehr viele. Unter dem lateinischen Familiennamen Theraphosidae hat die Wissenschaft die eigentlichen Vogelspinnen zusammengefasst. 5 Merkmale sind es, die diese auszeichnen. Erstens die starke Behaarung. Zweitens besitzen alle 8 Laufbeine unten dichte Polster aus Haftborsten und einziehbare Krallen, wie die Katzen. Drittens sind ihre Spinnwarzen besonders lang und wie Finger geformt. Viertens ist ihr Mund dicht mit schwarzen Dörnchen besetzt. Diese helfen, feste Nahrung zu zerquetschen. Und schließlich besitzen sie fünftens, rechteckig angeordnet, 8 Augen. Dennoch sind Vogelspinnen nahezu blind.
Andere Spinnen haben lediglich ein oder zwei dieser Eigenschaften. Die faszinierenden Eigenschaften der Vogelspinnen. Hier habe ich sie schon wieder auf der Hand. Fantastisch. Darauf kommen wir gleich zu sprechen, aber erstmal möchte ich noch eine grundsätzliche Frage klären. Spinnen sind keine Insekten. Warum eigentlich? Nein, Spinnen sind keine Insekten. Insekten besitzen 6 Beine und Spinnen haben alle 8 Beine. Nicht nur die richtigen Spinnen, Webspinnen, sondern auch die alle Spinnentiere, wie Skorpionen, Webergknechte und so weiter. Das ist ein Merkmal, was man immer merken muss. Gut, jetzt kommen wir wieder zur Vogelspinne. Das sind die größten Spinnen, die wir kennen. Und ist das in irgendeiner Form jetzt gefährlich, wenn ich die auf der Hand habe? Kann die mich beißen? Vogelspinnen können beißen, das stimmt. Allerdings ist das so, dass es ganz große Unterschiede gibt. Asiatische Vogelspinnen sind eher aggressiv, also die beißen relativ schnell zu. Südamerikanische Vogelspinnen, die meisten sind eher ruhiger, die dann nicht beißen. Diese Spinne zum Beispiel, was Sie jetzt auf der Hand haben, die hat eine andere Abwehrmethode. Zum Beispiel, sie bombardiert Haare von Hinterleib an. Und diese Haare, die sehen so aus wie so kleine Harpunen mit so Widerhaken. Und der Angreifer, der vielleicht diese Spinne anschnuppert, kriegt das Ganze in den Mund, Nase rein, die bohren sich in den Schleimhaut rein und fängt dann zu brennen, jucken. Das ist nur ein mechanischer Reiz und wird die Spinne als ungenießbar eingestuft. Die muss nicht beißen. Die hat auch noch andere Tricks. Sie haben gerade die verschiedenen Sorten erwähnt und Sie haben uns auch einige mitgebracht. Gehen wir mal ganz schnell durch. Was steht denn da vor Ihnen? Also das sind verschiedene Arten. Hier ist eine brasilianische Baumvogelspinne. Hier haben wir eine Baumvogelspinne aus Südostasien. Dann haben wir. Was ist da das Besondere dran? Das ist eine ziemlich schnelle Spinne, die ich auch nicht unbedingt auf die Hand nehmen würde, weil die würde auch relativ schnell zubeißen. Und die würde auch relativ schnell auch wegrennen. Und da könnten wir die Spinne hier nicht einfangen. Dann haben wir hier eine brasilianische Riesenvogelspinne. Die ist da vorne drin, die ist richtig, die sieht so ein bisschen aus wie der Boxer unter den Spinnen. Die hat richtig kräftige Beine und richtig fette Borsten. Ist das so mit die größte, die es gibt? Nein, es gibt noch größere Spinnen. Also die größte Vogelspinne, was wir heute so kennen, massigere Vogelspinne, das ist eine aus nördlichen Südamerika, der hat so eine Spannweite mit Beinen wie ein Teller. Boah, das kann Menschen natürlich schon Angst machen. Was ist dran an den Geschichten, dass das Gift von einer Vogelspinne, die klettert hier meinen Arm hoch, nur, das geht ja offensichtlich ganz gut bei mir. Ja, also, die ist nicht so gefährlich, haben wir schon geklärt, aber was ist dran an den Geschichten, dass das Gift einer Vogelspinne einen Menschen töten kann? Stimmt überhaupt nicht. Vogelspinnen sind altertümliche Spinnen und als diese Spinnen von der Natur entstanden, entwickelt wurden, da gab es noch keinen Warmblütler auf der Erde. Das Gift ist gegen Beutetiere, gegen Insekten zum Beispiel, andere Spinnen und so weiter. Und das sind alle Wechseltemperaturtiere. Und Warmblütler entstanden wesentlich später auf der Erde. Und deswegen kann eine solche Vogelspinne höchstens so Kleinsäuger, Mäuse und so weiter töten. Ein Hund wird schon mal von dieser Vogelspinne nicht getötet, weil das ist die Spinne schon zu groß. Es sei denn, jemand reagiert allergisch auf dieses Gift. Das weiß man ja meistens vorher nicht und man möchte es dann auch lieber nicht ausprobieren wahrscheinlich. Trotzdem glaube ich, es kann vielen Menschen ganz schönen Schrecken versetzen, wenn sie so einer Spinne begegnen. Was passiert eigentlich mit denen, wenn ihnen mal aus ihrer Zucht eine ausbüchst? Können die bei uns überleben? Nein. Aus meinem Zucht büchst allerdings keine aus, weil das ist so sicher gemacht, dass dort kein Tier rauskommt. Aber wenn es passiert schon, dass dann Spinnen irgendwo dann ausbüchten, besonders Vogelspinnen, die tropische Tiere sind, die können unsere Winter nicht überleben. Die werden einfach sterben hier. Ja, die ist hier gleich an meinem Rücken dran, aber bei uns im Studio ist es ja auch tropisch warm. Sie setzen auch manchmal Menschen diese Vogelspinne auf den Kopf.
Können Sie das mal bei mir machen und erzählen Sie mir dabei, warum Sie das tun? Das kann ich bei Ihnen auch machen, komme ich von dieser Seite dann ran. Sie können jetzt hier die Spinne ein bisschen mehr merken. Das mache ich bei Kindern besonders. Und zwar deswegen, weil, wenn Sie jetzt auch merken, die Spinne bewegt sich, Sie sehen die Spinne nicht, aber Sie merken eben diese Bewegung. Und besonders bei Kleinkindern ist das pädagogisch gedacht, dass die dann einfach nur dieses Gefühl haben, aber nicht sehen, wo die Spinne ist. Oh, die kann sich problemlos auf der Haare dann sich festhalten. Das Einzige, wo man sehr aufpassen muss, dass die eventuell nicht in den Augen reingeht, weil die dann die kleinen Krallen, die dann die Spinne hat, eventuell die Augen verletzen könnte. Das tut weh. Aber ich muss Ihnen sagen, es ist auf dem Kopf ein ganz wunderbares Gefühl, fast wie so eine kleine Kopfmassage. Also kann man auch zu Entspannungszwecken vielleicht einsetzen. Sie züchten die. Haben Sie eigentlich das Gefühl, das sind schlaue Tiere? Nein, also diese Tiere sind nicht schlau, die sind einfache Tiere. Ich vergleiche es immer mit so einem einfachen Computerprogramm. Was einprogrammiert ist, das machen die instinktiv, was nicht, das machen die nicht. Also lernen können die nur ein ganz gewisses Maße, was jedes Tier auch machen muss, schließlich. Umgebungsänderungen können passieren und die Tiere müssen sich ein bisschen anpassen können, aber sonst sind die nicht schlau, die können sich auch nicht selber nicht erkennen. Es wird keine Spinne, die eventuell aggressiv ist, irgendwann sagen, naja, das ist mein Hähnchen und den beiße ich nicht, der wird mich auch beißen. Okay, dann hoffen wir, dass sie sie nicht beißt. Sie gehen mit dieser Spinne rüber zu Brigitte, weil wir wollen über ihre persönlichen Erfahrungen, auch ihre schlechten mit den Spinnen, noch mal was hören und ich bitte Sie, Brigitte, die Spinne nicht auf den Kopf zu setzen. Ich habe das Gefühl, sie hat ein bisschen Angst davor. Das ist total nett von dir, Till, dass du unseren Gast noch mal darauf hinweist. Das stimmt. Ich glaube, wir können sie gerne in der Hand halten oder hier ablegen. Wir möchten auch gerne ein bisschen über sie privat wissen und sie privat kennenlernen. Umso spannender, dass sie so eine ungewöhnliche Leidenschaft halt haben. Sie haben auch einen Sohn. Haben Sie das mit dem auch gemacht als Kind, ihm die Spinne auf den Kopf gesetzt und der hat sich das so gefallen lassen? Also mein Sohn hat nie Probleme mit den Spinnen, schließlich ist er mit Spinnen aufgewachsen. Und dazu habe ich allerdings eine kleine Geschichte, wo ich selber erfahren musste, dass die Kinder eben von uns diese Angst erlernen. Ja. Mein Sohn hat nie von kleinen Tieren, Insekten, Spinnen Angst gehabt, weil er von uns, von mir das gelernt hat. Aber ich konnte lange, lange nicht nachkommen, wieso hat er Angst von Tieren, der größer als ein Hund. Der hat höllische Angst von Tieren gehabt, also größere Tiere wie Pferde und so weiter. Und damals arbeitete ich noch in dem Budapester Zoo, wo er dann reinkam und hat er noch mehrere Tiere gesehen. Und er hat geschrien. Ich habe nie verstanden, wieso das. Und irgendwann habe ich gesehen, der saß mit der Großmutter von meiner Frau zusammen. Und die haben Fernsehen angeguckt, irgendwelche Westernfilm war. Und dann hat die Oma gesagt, oh, der Pferd ist gefährlich, der kann zutreten und so weiter. Dann habe ich es verstanden. Mein Kind hat von der Oma eben diese Angst erlernt. Heißt das, Sie haben die Oma und Ihre Frau dazu verdonnert, auf gar keinen Fall eine Angst zu zeigen, wenn Sie sie gehabt hätten vor Spinnen, damit sich das nicht auf Ihren Sohn überträgt? Das Problem ist, dass eben Kleinkinder bis ungefähr 6. Lebensjahr wunderschön, Clara, komm ein bisschen zurück, wunderschön unsere Körpersprache auch deuten können. Das heißt, egal, ob ich das sage, ja, ich habe keine Angst vor dieser Spinne. Meine Körpersprache zeigt das eindeutig und das lernen schon die Kinder. Aber wie war das denn bei Ihnen, Herr Lokscher? Zum Beispiel Ihre Frau, hat die Angst vor Spinnen? Wie geht die überhaupt mit dem Thema um? Nein, meine Frau hat nie Angst vor der Spinne gehabt und deswegen ist das überhaupt kein Problem. Das einzige Problem war zwischen uns damals nur, als ich noch meine Spinnen in der Wohnung hatte und die Terrarien immer mehr Platz wegnahmen und das war dann, das führte ein bisschen zu Konflikten. Seitdem ich dann extra Zugraum für Spinnen habe, das ist auch für Spinnen wesentlich besser, weil dort kann ich auch die Temperaturen, also tropische Temperaturen auch dann für die Spinnen dann sicherstellen und so weiter, Luftfeuchtigkeit. Seitdem ist das kein Problem. Also meine Frau hat nie Angst von irgendeinem Tier gehabt. Okay, und die Räumlichkeiten sind geklärt. Was wir noch klären wollen ist, ob Sie jemals von einer Spinne gebissen worden sind. Ich bin nicht einmal, ich bin schon mehrmals von einer Spinne gebissen worden, von Vogelspinnen. Jedes Mal habe ich einen Fehler gemacht.
Also ich habe zum Beispiel einmal meinen ersten Vogelspinnenbiss, das war eine südafrikanische, relativ aggressive Spinne, die ich extra geärgert habe. Ich wollte diese Spinne fotografieren. Und die Vogelspinnen zeigen vorher schon, dass sie beißen werden. Die heben die Beine hoch und sie haben so eine sogenannte Drohstellung. Und das zeigt, lass mich in Ruhe, sonst beiße ich zu. Ich wollte diese Drohstellung fotografieren und die Spinne extra geärgert und dann bin ich mit einer Kamera, mit einem Makroobjektiv sehr nah herangekommen und ich bemerkte, dass ein Finger die Spinne auch berührt. Hat die Spinne zugebissen. War das eine gefährliche Situation? Hatten Sie da Angst, als Ihnen das passiert ist? Nee, ich habe keine Angst gehabt, weil ich wusste, dass die Spinne nicht gefährlich ist. Ich wusste auch, dass ich eigentlich für alle anderen Tiere wie Wespen und so weiter nicht allergisch reagiere. Und deswegen kann es nicht sein, dass ich auch von Spinnen irgendwas kriege. Es gibt allerdings ein paar Menschen, sehr selten, die auch auf Spinnen gibt, also auf Vogelspinnen gibt, so allergisch reagieren, dass sie sogar ärztliche Behandlung brauchen. Herr Lockscher, man merkt ja, wie fasziniert Sie von diesen Tieren sind. Was würden Sie sagen, was können wir von den Spinnen lernen und mitnehmen für unser Leben, auch wenn wir denen etwas kritisch gegenüberstehen? Also was wir von den Spinnen, auch von den anderen Tieren lernen müssen, dass man unnötig kein anderes Lebewesen tötet. Eine Spinne tötet nur die Beute, wenn die dann fressen will. Eine Spinne verjagt vielleicht andere Tiere, wenn die stören und so weiter. Aber nur so aus Lust töten, das tut kein Tier, auch keine Spinne. Und das wäre für uns auch dann sehr gut zu lernen. Das stimmt. Es gibt noch ein paar ganz interessante andere Eigenschaften, die Spinnen haben. Und dazu gibt es jetzt ein bisschen mehr von Till. Genau, denn alle Spinnen spinnen. Und das ist in diesem Fall wörtlich zu verstehen. Denn alle Spinnen spinnen Seidenfäden. Diese Fäden sind ausgesprochen widerstandsfähig, so wie Stahl, und gleichzeitig dehnbar wie Nylon. Und deswegen interessieren sich Forscher in aller Welt für die Frage, wie schafft es die Spinne, dieses faszinierende Material zu erzeugen? Ohne Nahrung wird sie nicht lange überleben, den Tag schwer überstehen. Doch sie ist gewappnet mit etwas ganz Besonderem, einem der stabilsten Fäden, die es gibt in der Natur. Wo wird die Kreuzspinne ihr Netz bauen? Für sie hängt alles vom ersten Faden ab. Sie schießt ihn meterlang in den Wind. Verfängt er sich an einem Ast, kann sie ihn straff ziehen und ankleben. Der Rahmen für das Netz entsteht. Was auch immer sie tut, der Abseilfaden hält sie sicher in jeder Lebenslage. Auf diesen Faden der Spinne haben es Forscher abgesehen. Einen 100 Meter langen Seidenfaden herauszuziehen ist viel für die Spinne, aber zu wenig für die Massenproduktion. Der Faden ist jedenfalls extrem stabil. Belastungstests haben das bewiesen. Er ist nur etwa 3000stel Millimeter dick. Und doch ist er dreimal dehnbarer als Nylon. Und er ist reißfest. Würde man ihn auf die Dicke eines Stahlseiles hochrechnen, so hält er das Zehnfache aus, bevor er reißt. Es ist Mittag geworden. Die Kreuzspinne schießt immer wieder neue Fäden aus ihren Spinndrüsen. Die Arbeit kostet jede Menge Energie. Ohne gelegentliche Pausen geht das nicht. Einen der schwierigsten Fäden hat sie bereits gespannt. Den Brückenfaden. Er wird das Netz nach oben hin abschließen. Auf die Gene der Spinne haben es die Forscher abgesehen. Denn darin muss sie ja liegen, die Fähigkeit, solche Fäden zu machen. Amerikanische Forscher entschlüsseln in den 80er Jahren den genetischen Code der Spinnenseide. Und sie versuchen, die entsprechenden Teile der DNA zu isolieren. Spinnenseide herzustellen ist ihr Ziel. Künstlich und im großen Stil, ganz ohne Spinne. Es ist Abend geworden. Die Kreuzspinne macht sich daran, die Mittelfäden des Netzes zu bauen. Von der Mitte aus spannt sie die Speichen des Netzes, die alles halten sollen. Dafür produziert sie einen ganz besonderen Faden. Er ist dehnbarer als der Rahmenfaden, denn er muss Wind und Wetter trotzen und fliegenden Insekten. In Labors in Kanada sollen Ziegen Spinnenseide produzieren. Forscher haben die Ziegen gentechnisch verändert, in ihrer Erbsubstanz quasi Abschnitte der Spinnen-DNA gebracht. Aus der Milch wollen sie das Spinneneiweiß isolieren. Doch in einem Liter befinden sich gerade mal 10 Gramm. Ein teures, hoffnungsloses Unterfangen.
Andere deutsche Genetiker versuchen es mit Kartoffeln und Tabakpflanzen und bestücken sie mit dem Abgut der Spinne. In diesen zerkleinerten Blättern soll das Spinneneiweiß stecken. Das wollen die Forscher isolieren. Zahlreiche Arbeitsschritte sind dafür nötig. Am Ende tatsächlich das ersehnte Spinneneiweiß aus Alanin und Glycin. Ein dünner Faden lässt sich daraus ziehen. Aber er ist viel zu flüssig und zerfällt in Stücke. Die Kreuzspinne ist immer noch dabei, ihr Netz zu bauen. Jetzt produziert sie einen der wichtigsten Fäden von insgesamt 7 Fadentypen, die sie spinnen kann. Sie zieht ihn heraus und klebt ihn auf die Speichen. Einen einzigen klebrigen Faden. 10 bis 15 Meter lang. Auch Forscher der Universität München versuchen sich an dem Spinneneiweiß. Sie wählen einen anderen Organismus, der die Spinnenseide produzieren soll. Darmbakterien. In dieser Bakteriensuppe soll das Spinneneiweiß zu finden sein. Daraus können die Forscher wirklich einen hauchdünnen Faden ziehen. Er ist erstmals so dünn und zu 90% genauso stabil wie der Abseilfaden des Vorbilds. Aber nur einige Zentimeter lang. Ein neuer Tag ist angebrochen. Morgengrauen. Noch immer sitzt die Kreuzspinne reglos auf der Lauer. Mit der Wucht eines Düsenfliegers prallt die Beute auf. Das Netz dehnt sich und hält. Ihr Spinnenfaden hat ganze Arbeit geleistet. Ja, und wir bleiben bei diesen faszinierenden Spinnennetzen. Offensichtlich ist es ziemlich schwierig, diese Seide im Labor irgendwie herzustellen. Warum ist das so kompliziert? Es ist so, dass nicht nur die chemische Zusammensetzung, sondern auch die physikalische Zusammensetzung ist ganz interessant. Die Spinnseide hat sowohl kristallogene Teile als auch fibrinogene Teile. Und dadurch ist es so, dass sie nicht nur dehnbar, sondern auch sehr fest ist. Dazu kommt noch, dass sie... Das müssen wir ganz kurz für unsere Zuschauer ein bisschen erklären. Also fibrinogen heißt, glaube ich, mit Fasern und kristallogen wie Kristalle. Ja, damit wir das irgendwie mal auf Deutsch gesagt haben. So ist das ungefähr. Und dazu kommt noch, dass die Spinnseide ein Langkettenmolekül ist, der in der Spinne drin noch flüssig ist. Und dadurch, dass die Spinne es rauszieht, dadurch verändert sich der Molekularstruktur und wird zu einem festen Stoff. Also es ist nicht so, wie es früher vermutet wurde, dass es auf der Luft dann trocknet und dann plötzlich hart wird, sondern es wird durch mechanischen Reiz, durch Ziehen erhärten. Und wenn wir jetzt irgendwann in der Lage wären, diesen Code zu knacken und tatsächlich selber diese Seide herstellen könnten, was hätten wir Menschen davon? Ich würde sagen, wenn wir diese Seide hätten und auch das Problem gelöst wäre, dass, was die Spinnen schon längst gelöst haben, dass die zum Beispiel von Bakterien aufgefressen wird. Das wird auch aufgefressen, nur die Spinne legt noch ein Antibakterizid drauf und deswegen geht es nicht weg, das hält ein paar Tage. Und wenn die Spinnen im Herbst weg sind, da kann man auch sofort merken, die sind in nur alle Spinnennetze auch draußen weg. In der Wohnung, wo es trocken ist, wo die Bakterien nicht rankommen können, bleiben die Spinnennetze erhalten. Also wenn wir das auch lösen würden, würde, ich glaube, die ganze Industrie revolutioniert. Stellen Sie sich vor, eine Autokarosserie, der so leicht ist, dass ich mit einer Hand das hochheben kann. Und ein 80 Kilometer Aufprall würde das problemlos aushalten und würde wieder zurückprallen. Was der Mensch drin macht, das ist eine andere Geschichte. Aber oder eine Brücke, der aus Spinnseiden dann aufgehängt würde, der würde ganz leicht und trotzdem sehr stabil sein. Till hat schon ganz große Augen bekommen. Ja, ich finde das faszinierend, irgendwie, wie man von diesen kleinen Tieren eben so weit denken kann, welche Visionen dahinter stecken. Lassen Sie uns bei dieser Spinnenseide bleiben. Ich habe immer noch Spider-Man im Kopf, der diese Spinnenfäden so aus den Handgelenken rausschießt und sich damit von Gebäude zu Gebäude hangelt. Können Spinnen das auch, also so gezielt ihre Fäden irgendwo hinschießen? Die schießen die Fäden nicht, die ziehen Fäden raus. Es wird immer gesagt, die schießen, das stimmt überhaupt nicht. Die müssen das ein bisschen rausziehen.
gern. Und dadurch ist es so, dass die fest wird und dann können wir sehr gern die in der Luft lassen und dann kann man das irgendwo einhaken. Das also, kann man auch an dieser Spinne, die Sie uns mitgebracht haben, glaube ich, zeigen. Ne? Ja, das ist hier eine Gartenkreuzspinne. In dieser Zeit sind leider draußen schon nicht mehr die Gartenkreuzspinnen, die sind alle gestorben, aber ich habe noch hier ein Exemplar und die läuft hier auf meine Hand und die kann sich problemlos auch hier runterseilen. Die macht hier nicht anders, sie öffnet nur einfach die Spinndrüsen und mit dem eigenen Körpergewicht wird die Spinne, ja, das ist irgendwo hier unten, können Sie anfassen. Wow. Und mit dem eigenen Körpergewicht zieht die Spinne diese Spinnseide nach unten. Jetzt hat sie sich runtergeschmissen. Aber wie gesagt, das machen die Spinnen besonders, Netzspinnen, die seilen sich immer ab. Wie ist das, wenn ich so eine Spinne, ich meine, das passiert ja manchmal im Haushalt, machen das Leute, finden eine Spinne und werfen sie so vom Balkon runter oder aus dem Fenster? Also wenn ich sie runterwerfe, dann kann die sich ein Rettungsseil spinnen? Nein. Also wenn ich so runterwerfe, dann hat die Spinne keine Chance, sich irgendwie festzukleben, also dieses Seil am Ende, das macht die immer so und dann stirbt diese Spinne. Eine ganz wichtige Frage müssen wir noch klären, weil die immer bei irgendwelchen Quiz-Sendungen oder sowas auftaucht. Können Spinnen im eigenen Netz kleben bleiben? Ja, oder warum tun sie es nicht? Leider höre ich immer die falsche Antwort. Die Antwort ist, heißt immer so, dass die Spinne, zum Beispiel Gartenkreuzspinne, sowohl klebrige als auch nicht klebrige Fäden baut. Das stimmt auch. Die hat einen Klebestoff, das kommt auch aus den Spinndrüsen hinten raus. Und das wird zusätzlich auf diese Seite raufgeklebt. Das sind so kleine Tropfen, kann man sehen, mit so einer Lupe. Aber die Spinne würde in das eigene Seide reinkleben. Trotzdem läuft die auf den eigenen Seide. Und zwar so, dass die nur mit Krallenspitzen, die hat drei Krallen, zwei oben, ein unten, die sind noch ein bisschen gekämmt und sind ein paar Borsten noch dazu dort. Und die fängt nur mit den Krallen diese Seide. Und die Krallen haben eine solche Oberfläche, die nicht in das eigene Kleber reinklebt. Nur deswegen. Ich würde gerne eine wichtige Frage auch noch klären für alle Hausfrauen und Hausmänner, die uns zuschauen. Sie sagten gerade, wenn man die Spinnennetze in der Wohnung sieht, dann sind die Spinnen eigentlich schon weg. Das heißt, ich bin gar nicht böse, wenn ich deren Haus zerstöre und mit einem Staubsauger da rumsauge. So ist es. Also Sinn der Sache ist, dass eben auch Insekten, andere Tiere diese Seide, Spinnseide nicht sehen. Wenn ich das schon sehen kann, heißt es, diese Seide ist schon verstaubt. Und die kann ich problemlos wegnehmen, weil die Spinne damit sowieso nichts anfangen kann. Das ist schon ein altes Netzstück oder Seide und das ist schon schmutzig. Die Spinne kann es nicht verwenden. Ich kann es ruhig wegputzen. Also jeder Hausfrau kann die Spinnseiden ganz ruhig wegputzen. Die Spinne macht schon neue. Und jeder Hausmann auch. Und ich finde es toll, man lernt ja immer was dazu. Ich wusste das doch nicht, ne? Die Welt der Spinnen ist groß. Auch bei uns gibt es ganz unterschiedliche Arten. Drei besonders kuriose möchten wir Ihnen jetzt ganz gerne vorstellen. Ohne Netz jagen Springspinnen. Sie haben besonders leistungsfähige Augen. Zwei an jeder Seite und vier auf der Stirn. Die beiden großen in der Mitte sind ihre Teleobjektive. Die Netzhaut kann zur Seite, vor- und zurückgeschoben werden, um das angepeilte Objekt scharf zu stellen. Die großäugigen Winzlinge springen äußerst präzise und kommen auf das 20-fache ihrer Körperlänge. Das schaffen sie durch die Kraft ihrer Muskeln und indem sie schlagartig Körperflüssigkeit in ihre Beine pressen. Die strecken sich dadurch wie ein leerer Feuerwehrschlauch, in den das Wasser schießt. Springspinnen sind in der Lage, Tiere zu erbeuten, die fast doppelt so groß sind wie sie selbst. Hier hat es eine Wespenspinne erwischt. Ein Lebensraum, in dem man Spinnen kaum erwartet. Und es gibt bei uns auch nur eine einzige Art, die es geschafft hat, die Welt unter Wasser zu erobern. Die notwendige Luft trägt die Wasserspinne unter ihrem dichten Haarpelz mit sich herum. Deshalb ist sie auch etwas leichter als Wasser und kann sich bequem nach oben treiben lassen, wenn sie ihre Luftglocke auffüllen muss. Thank you.
Die Wasserspinne Argyroneta aquatica lebt in flachen, pflanzenreichen Gewässern. Sie jagt Insektenlarven und kleine Krebstiere. Hat sie eines erwischt, muss sie erst einmal tief durchatmen. Unter Wasser zu fressen ist jedoch schwierig, da Spinnen die Nahrung vor dem Mund verflüssigen müssen. Die geniale Lösung des Problems: Wasserspinnen bauen Taucherglocken. Argyroneta verankert immer wieder das Gespinst an den Wasserpflanzen und verstärkt die Wände und die Decke ihrer Unterwasserwohnung. Hätte sie nicht 8 Beine zur Verfügung, wäre bei all den verschiedenen Aktivitäten das Krebschen sicherlich längst verloren gegangen. Mit einem Ruck zieht sie die nächste Luftblase unter Wasser. Schließlich hat sie es geschafft und die Taucherglocke ist groß genug. Das Festmahl unter Wasser hat sich die Wasserspinne wahrlich verdient. Wolfsspinnen sind stets auf der Hut und können so ihre wertvolle Fracht meist rechtzeitig vor möglichen Angreifern in Sicherheit bringen. Ohne den Schutz des Spinnenweibchens sind die Jungen wehrlos ihren Feinden ausgeliefert. Die kleinen Wolfsspinnen haben ohne die Hilfe ihrer Mutter keine Chance. Normalerweise behütet sie die Jungen nicht nur im Kokon, sondern auch, nachdem sie schon geschlüpft sind. Über 50 kleine Spinnen stecken auf dem Rücken der Mutter die Köpfe zusammen. Bei Gefahr verschwindet sie mit ihnen in einer 5 cm tiefen Erdröhre. Ja, ist ja schon ganz schön spannend, was über unsere einheimischen Spinnen zu erfahren. Und da wollen wir auch gerne noch ein bisschen verweilen. Wozu sind die uns hier beispielsweise in Deutschland eigentlich nützlich? Was haben wir von denen? Spinnen sind in der Natur eine sehr wichtige Rolle, spielen eine sehr wichtige Rolle. Ganz interessant ist, auch für Wissenschaftler, was vor ein paar Jahren in Amerika auf einen Großcomputer ausgerechnet wurde. Man hat versucht, ein Modell aufzustellen und die Frage gestellt, was würde passieren hier mit unserem bestehenden Ökosystem, wenn wir die Spinnen plötzlich rausnehmen. Also sprich, wenn die Spinnen auf der ganzen Erde plötzlich sterben würden. Wir wissen, dass Spinnen die meisten Insektenvertilger sind, also die fressen ihre Mengen von Insekten auf. Und man hat es ausgerechnet, wenn es passieren würde, würden die Insekten binnen 6-7 Monaten sich so vermehren, dass sie alles Fressbares auffressen würden. Und dann kommt die Frage, was essen wir denn? Ganz genau. Also das betrifft die Welt, das betrifft auch Deutschland. Ein Horrorszenario, denke ich, das Sie gerade beschrieben haben. Was wäre, wenn die Spinnen nicht da wären? Um auch gerne noch mal in Deutschland zu bleiben. Die einheimischen Spinnen, die wir hier haben, inwiefern unterscheiden die sich von Spinnen in anderen Ländern oder anderen Regionen? Was sind da die Besonderheiten? Also es sind eigentlich bei Spinnen keine Besonderheiten. Das Einzige, was sagen wir Spinnen auf dem gemäßigten Klima anders machen, nicht nur Spinnen, auch Insekten,
als in den tropischen Ländern. Und deswegen kann bei uns ein ausgesetzter Vogelspinner nicht überleben, zum Beispiel, dass die für unser Winter vorbereitet sind. Im Herbst, wenn es immer kälter wird, die Spinnen, die überwintern, nicht alle, einige sterben, zum Beispiel Gartenkreuzspinner, die legt nur Eier und stirbt. Aber wenn die Spinnen überwintern, dann bilden die, genauso wie Insekten, im Körper ein Frostschutzmittel, Glycerin. Und dieser Frostschutzmittel schützt die Tiere von Frost, also dass eben in den Zellen die Flüssigkeit nicht ausdehnt und kristallisiert und wie eine Flasche Wasser im Kühlschrank, Tiefkühlschrank platzt, sondern wird nur gelartig, diese Flüssigkeit, und dadurch sind die auch dann vom Frost geschützt. Und das bedeutet, wenn irgendwie eine Vogelspinne oder andere Exoten hier ausbüchsen würden, was ja auch bei anderen Tieren durchaus vorkommt, ja, müsste man sich keine Sorgen machen. Also die werden hier nicht überleben und die pflanzen sich auch nicht fort. Nein, das können die nicht. Wenn schon ein paar Minusgraden sind, sind diese Tiere eindeutig tot. In jedem Haus leben statistisch gesehen ungefähr 200 Spinnen. Wieso sehe ich die nicht? Warum bekomme ich davon so wenig mit? Unsere kleinste Spinne ist in Deutschland 0,8 mm groß. Voll ausgewachsen. Jetzt rechnen Sie das aus, wie klein so eine Spinne als frischgeborene kleine Spinne sein kann. Also es sind sehr viele, nicht alle sind erwachsene Tiere selbstverständlich, sondern es sind sehr viele Jungspinnen. Und wenn nur eine Zitterspinne, was jeder kennt, mal einen Kokon legt und Eierkokon und daraus 100, 150 Jungspinnen schlüpfen, dann haben sie 150 mehr plötzlich in der Wohnung. Also so kann man die auch dann ausrechnen und dann die Spinnen sind so klein, dass man die eindeutig nicht sieht. Aber wir haben auch Insekten in der Wohnung, was die Spinnen auffressen. Und wenn die Spinne bei mir in der Wohnung monatelang lebt und die wird nicht sterben, die wird auch nicht dünner, sondern gut ernährt, dann frisst die das auch aus der Wohnung, was ich nicht in der Wohnung haben möchte. Das sind die Insekten. Das heißt, lieber Spinne als Insekten im Haus. Viele saugen trotzdem die Spinnen weg, nicht nur die Netze, die man dann sieht, sondern direkt die Spinne mit dem Staubsauger. Überleben das die Spinnen? Nein, im Staubsauger herrscht Unterdruck und die Spinnen platzen einfach. Also die werden sehr schnell tot sein dort und da überleben keine Spinnen. Stimmt auch nicht, dass die dann wieder aus dem Saugrohr rauskommen. Das kann nicht sein. Was bringen Sie Ihren Kindern bei, mit denen Sie ja sprechen? Und haben Sie kleine Seminare, in denen Sie den Kindern die Spinnen auch näher bringen? Wie gehen die mit Spinnen um, wenn sie die nicht in der Wohnung haben wollen? Man kann eindeutig die Spinnen auch raussetzen aus der Wohnung. Und das kostet dieselbe Energie, wenn ich eine Spinne einfach ein Glas nehme und auf diese Spinne raufsetze, ein Papierblatt darunter schiebe und diese Spinne raussetze. Und dann ist auch mein Gewissen erleichtert. Ich habe kein Tier getötet. Die Spinne kann draußen weiterleben. Und so kann man auch beruhigt die Spinnen aus der Wohnung rausschaffen. Wir haben als Kinder immer Kreuzspinnen gesucht, weil die angeblich total giftig sind. Sie haben mir schon erklärt, dass die überhaupt nicht gefährlich sind für uns. Trotzdem kann man die mal suchen, die sind sehr faszinierend. Jetzt verlassen wir aber die einheimischen Spinnen nochmal und schauen auf eine wirklich giftige Spinne, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich die schwarze Witwe, die hier oben in der Ecke sitzt. Und da haben Sie mir erzählt, kann es für einen Menschen durchaus mal gefährlich werden. Warum? So ist es. Man muss einen Riesenunterschied machen zwischen altertümlichen Spinnen, wie zum Beispiel die Vogelspinnen, und die sogenannten modernen Spinnen. Diese modernen Spinnen, die so seit ungefähr 100 Millionen Jahren auf der Erde sind, haben eine Giftkombination aus mehreren Giftstoffen als die altertümlichen Spinnen. Und bei einigen Spinnen hat die Natur zufälligerweise auch solche Gifte entwickelt, die auch für Menschen gefährlich sind. Die wollen nicht uns töten. Die können die Beutetiere auch nicht schneller töten als andere für uns harmlose Tiere. Und das ist aber bei dieser schwarzen Witwe der Fall. Was macht die für den Menschen so gefährlich oder hat sie gefährlich gemacht? Also die hat eigentlich ein Gift, was besonders bei Kleinkindern oder älteren Schwächen Menschen problematisch sein kann. Hier bei uns wahrscheinlich nicht. Und so gesunde, kräftige Menschen würden auch nicht sterben daran. Aber man muss auch dann ärztliche Behandlung dann zuzufügen. Allerdings früher, besonders in den Plumpsklos, wo die Spinnen waren und unter der Klobrille Netz gebaut haben, das war schon hin und wieder gefährlich. Und unangenehm, stelle ich mir vor. So ist es.
Das kann man wohl sagen. Also ich kann es mir denken, ja. Das war schon ein ganz schöner Schreck, wenn dann auf einmal das Ding da zugebissen hat. Den Biss merkt man kaum bei diesen Spinnern, weil die noch so klein, ganz klein gibt, Zähne haben oder Kieferklauen nennen wir das. Sondern später, weil das Nervengift ist, hat die ganzen Nervenbahnen in höchster Erregung gesetzt und das ist dann wie ein Schmerz, ein ganz höllischer Schmerz ist das dann. Eine eher unschöne Begegnung. Ja, sollten wir trotzdem Ihre Faszination für Spinnen geweckt haben, ich habe da noch ein paar Bücher und Filme für Sie. Unsere Wissenstipps, die fangen an mit diesem Buch, Faszination Spinnen. Ist wahrscheinlich nichts für den Couchtisch, weil es gibt ja immer Menschen mit Spinnenphobie, aber für Spinnenfreunde ein ganz, ganz toller Bildband, wo nicht nur solche großen Bilder von großen Spinnen drin sind. Schauen Sie mal, sondern auch ganz tolle und sehr anschauliche Beschreibungen, wie Spinnen Netze bauen, wie sie jagen und wie sie sich fortpflanzen. Das also in diesem Buch. Und auf Film gibt es das Ganze hier für Schule und Unterricht eigentlich. Unterrichtsfilme über Spinnen, da sind mehrere Filme drauf. Und das ist aber nicht nur was für Lehrer, sondern eigentlich für jeden. Da können Sie was über die Kreuzspinne erfahren, die bei uns ja vorkommt. Und auch erfahren, wie Spinnen so leben. Und wie lange und warum sie sich häuten, etc. Das alles auf diesem Film. Für Kinder, die ja auch häufig fasziniert sind von Spinnen, gibt es ein Buch über Spinnen aus der Reihe Was ist was? Auch das ist sehr schön und anschaulich. Und es gibt eher zum Experimentieren noch etwas, das habe ich auch hier. Das ist nämlich die Spinnenbox. Und gucken Sie mal, da ist so eine kleine Lupenbox drinnen mit einer Plastikspinne. Zum einen, ja, also kann man dann aber auch die Plastikspinne rausnehmen, eine echte Spinne reinsetzen und sie dann durch die Lupe beobachten. Das ist sehr schön. Und dazu gibt es dann auch noch ein kleines Büchlein mit den wichtigsten Spinnenarten. Nicht nur den deutschen Spinnenarten, der deutschen Hausspinne, sondern auch über die Riesenvogelspinne und ähnliche exotische Arten steht da was drin. Für Kinder, glaube ich, eine sehr schöne Sache. Das alles können Sie nachlesen nochmal auf unserer Videotextseite 396 oder natürlich auch bei uns im Internet. Spinnen, achtbeinige Unbekannte heißt der Artikel, den Sie dort lesen können. Da erfahren Sie alles, wie Spinnen ihre Netze bauen, wie sie damit ihre Beute erlegen. Sie erfahren etwas über die Spinnenbalz und Sie erfahren viel darüber, was Sie tun müssen, wenn Sie Spinnen als Haustier halten möchten. Vogelspinnen sind ja bei manchen Leuten sehr beliebt als Haustier. Und da muss man ein bisschen aufpassen vorher, denn die können mindestens 20 Jahre alt werden. Also darauf sollten Sie sich dann schon einstellen. Das können Sie alles bei uns nachlesen im Internet. planet-wissen.de ist unsere Internetadresse. Ja, eine Spinne im Essen, das passiert bei uns wahrscheinlich eher versehentlich, vielleicht im Salat. Andere Länder, andere Sitten, wie zum Beispiel Kambodscha. Vogelspinnen auf dem Teller sind hier eine richtige Delikatesse. Frisch vom Markt oder kross frittiert am Straßenrand. Kann ich nur sagen, erlaubt es, was schmeckt. Es gibt Länder, in denen gelten Vogelspinnen als wahre Gaumenfreuden. Hier in Kambodscha bevorzugen die Einheimischen sie frisch gefangen. Mit einer Prise Salz und etwas Knoblauch gewürzt, landen sie im Wok. Diese haarigen Happen liefern nicht nur ärmeren Familien einen Snack. Vogelspinnen sind hier ein großes Geschäft. 4000 Exemplare bringen die Sammler gerade wieder ins Dorf Squon. In den Wäldern ausgegraben, wurden ihnen anschließend die Beißwerkzeuge entfernt. Noch lebend werden sie nun an Markthändler vertrieben. Für viele Familien stellt der Spinnenverkauf die einzige Einkommensquelle dar. Und so herrscht ein erbitterter Wettbewerb. Nach der Einigung eilt man zum Markt, die Tiere feilzubieten. In Reiswein eingelegt, gelten sie als traditionelles Heilmittel bei Rückenschmerzen und Schlaflosigkeit. Die meisten aber landen im Frittierfett. Das Dorf Squon ist für seine pelzigen Delikatessen bekannt und wird auch Spinnenort genannt. Noch warm verkauft man sie geschäftig auf der belebten Kreuzung.
Sogar aus der 90 Kilometer entfernten Hauptstadt Phnom Penh kommen Leute wegen der knusprigen Leckerbissen. Wahre Feinschmecker wählen ihren Imbiss persönlich aus. Die Beine müssen knackig, die eiweißreichen Körper noch saftig sein. Für Außenstehende mag das nach einer sehr eigenwilligen Küche aussehen. Für die Menschen hier aber sind Spinnen seit Jahrhunderten eine Delikatesse. Nur wie bei dieser unglaublichen Anzahl haariger Häppchen der Bestand aufrechterhalten werden kann, ist eine beängstigende Frage. Ja, Till, ob du so eine Vogelspinne essen würdest, das klären wir nach der Sendung. Nein, die wird nicht frittiert hier, die lebt noch. Ach. Wie sieht's mit Ihnen aus, Herr Lockscher? Haben Sie sowas schon mal gekostet? Bringen Sie sowas überhaupt übers Herz? Das würde ich nicht. Ich habe Würmer probiert in Thailand, verschiedene Schmetterlingsraupen. Die schmecken eigentlich so wie Pommes, bisschen mit Nussgeschmack, also so schlimm ist es ja auch nicht. Aber die Spinnen sind für mich zu wertvoll, lebendig. Wo haben Spinnen eigentlich das beste Image weltweit? Interessanterweise bei Völkern, die so Naturvölker sind, sind die Spinnen überhaupt kein Problem. Ich habe einmal eine sehr schöne Erfahrung gehabt, das muss ich noch erzählen. Im Düsseldorfer Aquazoo habe ich eben eine Vogelspinnenveranstaltung und da kam ein russisches von irgendwo von Sibirien, ganz weit Russland, ein Kinderchor. Dass die Kinder die Spinne fast aus meiner Hand gerissen haben, das ist kein Problem. Aber da kam die Chorleiterin, eine ungefähr so schätzungsweise 60-jährige alte Dame. Die hat die noch nie eine Vogelspinne gesehen. Die hat die Vogelspinne problemlos auf die Hand genommen. Die hat russisch gesprochen mit der Vogelspinne wie ein kleines Haustier. Und die haben überhaupt keine Probleme mit diesen Tieren. Die kommen auch dort wahrscheinlich auch mit Tieren jeden Tag in Berührung. Und diese Völker haben auch keine Probleme mit Spinnen. Jetzt haben wir es gerade im Film gesehen. Die werden ja massenhaft dann in den Kochtopf geworfen und frittiert. Werden die eigentlich auch extra gezüchtet? Nein, das Problem ist, dass diese Tiere von Fängern gefangen werden und das kann auch dann eben diese Bestandteil gefährden, weil immer mehr Leute eben diese, dass sie mit Auto dann zum Markt fahren und so weiter. Also dort, wo die Leute nur am Ort und Stelle ein paar Spinnen gegessen haben, war es kein Problem. Aber heute wird das einfach marktorientiert gemacht und das gefährdet die Spinnen. Jetzt habe ich ja, wie wahrscheinlich viele unserer Zuschauer auch, ein etwas gespaltenes Verhältnis zu diesen Tieren. Also ich finde sie schon spannend, aber das, was du jetzt machst, Till, würde ich auf gar keinen Fall machen. Aber ich würde die niemals tot treten zum Beispiel. Also zu Hause auch immer schön Glas drauf mit dem Zettel, wie Sie es beschrieben haben. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie schon mal eine Spinne totgetreten? Haben Sie das mal gebracht als leidenschaftlicher Spinnenfan und Experte? Also es ist bei mir auch schon passiert, dass ich eine Spinne irgendwie erschlagen habe, wo eine so ein Zitterspinne zum Beispiel, der in meinem Terrarium drin war, und bei einer Spinne wollte ich rausschreien und zufällig erschlagen habe. Aber ich sage ja immer, mit denselben Kraft, mit derselben Energie kann ich diese Spinne raussetzen. Und warum soll ich dann die Tiere erschlagen? Also bewusst habe ich noch nie so ein Tier erschlagen. Plädoyer für Spinnen auf alle Fälle. Ich merke, Brigitte, die ist ein bisschen unruhig hier, die möchte gerne zu dir. Willst du es nicht noch einmal probieren? Nein, danke schön. Ich habe noch eine letzte Frage. Wenn eine Ihrer Lieblingsspinnen, so wie Clara, ja, hier, stirbt, sind Sie da traurig? Wenn man eine Spinne unter Umständen 15, 20 Jahre hält und mit dieser Spinne zusammenlebt, hat man eine bestimmte Beziehung. Ich habe die Beziehung, nicht die Spinne mit mir. Aber ich habe eine bestimmte Beziehung zu dieser Spinne und selbstverständlich wird man traurig, dass diese Spinne gestorben ist. Allerdings werden diese Spinnen bei mir nicht einfach weggeworfen, sondern die werden dann präpariert und für verschiedene Zwecke, für Schulungszwecke und so weiter verwendet. Ich bin fast ein bisschen traurig, dass die Sendung vorbei ist. Es hat so einen Spaß gemacht, Sie hier zu haben. Ich glaube, dir hat es Spaß gemacht mit ihr. Genau, ich wünsche und der Spinne ein langes Leben und Ihnen natürlich auch. Genau, und ich hoffe, Ihnen hat es auch Spaß gemacht mit uns. Dankeschön. Tschüss, bis bald. Tschüss. Planet Fisten.